Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr den Eishockey Manager von Software 2000 mithilfe der DOSBox auf aktuellen Betriebssystemen wie XP, Vista oder Windows 7 spielen könnt. Und wir schauen uns erstmal das auf die CD. Wir haben also hier den Ordner Eishockey Manager, wo auch die Startdatei ist, und wir müssen jetzt eigentlich nur diesen Ordner kopieren und in den Ordner DOS auf der Festplatte kopieren. Also C, DOS, Rechtsklick einfügen. Und jetzt ist es eigentlich relativ einfach. Wir öffnen den Ordner Eishockey Manager und ziehen die Eishockey Manager Startdatei auf die DOSBox-Verknüpfung. Ja, und wir können das Spiel mal kurz anspielen. Ja, wer wollen wir denn mal sein? Nehmen wir den hier. Wir haben verschiedene Vereine, die wir auswählen können. Ich wähle die Füchse von Weißwasser. Wir starten in der Bundesliga. Spiellevel, ja, lassen wir mal voreingestellt. Und ja, wir starten das Spiel. DEB-Pokal, aber klar. Gut, ich kürze das Ganze mal etwas ab. Und wir spielen zu Hause gegen Landsberg. Stärke 43, zweite Liga. Wir haben Stärke 71. Das sollte auf jeden Fall zu machen sein. Ja, Vermögen 500.000. Ich klicke jetzt nochmal ein paar Menüs an. Finanzen, hier haben wir die Möglichkeit, Geld aufzunehmen oder mit Aktien zu spekulieren. Werbung können wir gleich mal ausprobieren. Fernsehwerbung 87.000. Gibt sicherlich bessere. Aber wir nehmen es jetzt einfach mal an. Trikot 73.000 von Playtime. Ich denke mal, das ist schon ganz ordentlich mit der Option auf Verlängerung. Und Bandenwerbung bringt er mir automatisch immer die besten Angebote. Jetzt haben wir hier sogar noch Amiga Games. Ja, okay. Und dem Videowürfel können wir auch noch Werbung machen. Okay. Unser Stadion, wir haben jetzt 7.500 Plätze, Eintrittspreis ist bei 13 D-Mark. Können wir noch diverse Sachen ausbauen. Lassen wir jetzt auch so, wie es ist. Jugend, ja, Jugend investieren ist immer gut. Wir spielen jetzt gegen die Kölner Haie, die stärker sind als wir. Man sieht auch hier nochmal die Stärketabelle. Dementsprechend müssen wir auch das Training einstellen, was ich jetzt allerdings nicht mache, sodass wir uns kontinuierlich verbessern. Ebenfalls haben wir die Möglichkeit, über den Transfermarkt uns auch noch Spieler zu kaufen. Ja, ich würde sagen, wir spielen einfach mal den ersten Spieltag. Ja, das sieht nicht gut aus. Ja, der Gegner ist stärker. Nicht ein Tor.
Na gut, schöne Klatsche. Jetzt sind wir auch gleich letzter. Hier war die Tabelle. Okay. Das zweite Spiel ist gegen Rosenheim. Spielen wir es mal an. Na, sieht schon etwas besser aus. Ja, erster Sieg. Okay, so viel zu den Grundfunktionen des Programms. Ich wollte es ja nur kurz anspielen. Ihr wisst, wie ihr es installieren könnt, und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spiel.